Willkommen zurück zu Paper Mario The Origami King. Wir sind auf der Suche nach der Karo-Insel. Den Karo-Schlüssel haben wir im letzten Part bekommen, zusammen mit der Information, wie Olli und Olivia zum Leben erweckt wurden. Aber so richtig schlau werde ich hieraus nicht. Ist ja nichts. Kann es sein, dass ich erstmal die ganzen Inseln nochmal abchecken muss? Irgendwo einen Schlüssel einsetzen muss. Ich werde mir den Karo-Schlüssel bekommen. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn verwenden muss. Ich denke, ich check mal eben die ganzen Inseln hier drumherum ab. Kann ich hier einen Schlüssel einsetzen? Nicht wirklich, oder? Ja, ich möchte deine Zeichnungen sehen, Olivia. Ja, ich muss die anderen Statuen angucken. Ich denke, das ist, was mir fehlt. Anscheinend muss man das machen. Na gut. Dann gönnen wir uns einmal die Statue und schauen, was die uns zu sagen hat. So. Ja. Das war jetzt nicht so überraschend. Dann noch zur Herzinsel. So, die Herzinsel war ja relativ groß, aber da wir alle schon gemacht haben, sollten wir relativ schnell bei der Statue sein, genau. Du hast alle Toad-Statuen des weiten Ozeans gefunden. Hier eine kleine Erinnerung an diese Leistung. Oh, wow. Art Elysium Toad-Statue. Ja, das hat sich auf jeden Fall deshalb schon mal gelohnt. Aber... ja, was mache ich denn jetzt mit den Zeichnungen? Das ist ja jetzt nichts, was mir irgendwie neu wäre. Na, mal gucken. Also ich sehe jetzt hier immer noch nichts, außer diesen dunklen Fleck. Und ich würde sagen, ich versuche einfach mal zu tauchen. Ha, das ist es nicht. Krass. Okay, vielleicht sollte ich hier tauchen. Das war auch schon sehr abseits. Jetzt bin ich auch total falsch. Oh, hier ist was. Das sieht mir gut aus. Also tauchen ist die richtige Lösung, man muss halt einfach die richtige Stelle finden. Das ist ja gigantisch. Wow, was ist das denn? Eine Pyramide unter Wasser. Ich habe Dinge gesehen, die ihr mir niemals glauben würdet, aber ein riesiger Diamant auf dem Grund des Meeres ist selbst mir neu. Okay. Keine Pyramide, ein Diamant. Ah ja. Also so ein bisschen... ja, nordöstlich der Mitte dieses Quadranten. Na gut. Ah, und da muss der Schlüssel rein. Eine Öffnung. Ja, ich glaube, erstmal drehen. Sehr schön, das klappt. Ist das ein Pergamenton-Tempel? Sollen wir hinein? Ja, natürlich. Oh, wow. Wow.
Schaut nur. Da sind Bäume und Berge und Tempel. Es sieht ja aus wie auf einer richtigen Insel. Ein verstecktes Juwel, verloren in der Zeit unter den Wellen ruhend. Das kommt mir alles bekannt vor. Ich könnte schwören, dass ich Legenden über diesen Ort gehört habe. Dieses Juwel des weiten Ozeans ist zu rar und edel für einen meiner Namen. Ich werde ihm daher keinen verleihen. Seid willkommen, Reisende. Euch gebührt Hochachtung für das Finden des Karo-Schlüssels. Doch euer wahres Abenteuer soll nunmehr erst beginnen. In 3 schweren Prüfungen müsst ihr eure Stärke, eure Weisheit und euren Mut beweisen. Okay, hallo. Triforce? Für jede bestandene Prüfung erhaltet ihr eine Kugel. In welcher Reihenfolge ihr die Tempel betretet, sei euch überlassen. Möge das Glück euch hold sein. Man kriegt Kugeln? Komischer Preis für eine mystische Prüfung. Wobei Preise zu gewinnen an sich ja eine tolle Sache ist, stimmt's? Lass uns loslegen. Ich will mich erstmal hier umgucken. Aber gut. Ich meine, hier wird's ja... Ich weiß nicht, ob es hier Toads gibt. Nee, Karo-Insel ist schon gelöst. Okay. Wäre halt komisch, wenn hier Toads gefaltet werden an so einem mystischen Ort. Aber ich kann mich hier zumindest mal ausruhen. Hier kann man Pilze kaufen. Das ist also der Laden hier. Ja, ich sehe schon. Erdpergamenton, Wasserpergamenton, dann wird da hinten das Feuerpergamenton gebraucht. Oh, wow, schau mal. Was ist denn das für ein abgedrehter Faltkreis? Ich fühle, wie mich gewaltige Energie durchströmt, Mario. Hier können wir jede unserer Pergamentonkräfte einsetzen. Ja, aber ich denke, du wirst hier das Erdpergamenton einsetzen müssen. Was für ein cooler Ort. Einmal brüllen. Das macht es jetzt nicht einfacher. Machen wir nochmal Erdpergamenton. Okay. Also doch was anderes. Wasser? Was soll das bringen? Das ist ja alles mit Wasser gefüllt, aber ich komme ja dann trotzdem nicht da drauf. Mario kann ja nicht schwimmen. Das ist keine Lösung. Feuerpergamenton. Bin halt wirklich ahnungslos. Na, ja, das macht gar nichts. Okay. Also nochmal Erdpergamenton an der Stelle. Seltsam. Jetzt habe ich hier Wasser, jetzt habe ich Erde. Kann ich jetzt Feuer machen? Ich probiere es einfach. Ich werde das alles ausprobieren. Irgendwas wird schon klappen. Ja, da passiert immer noch nichts. Ja, dann bin ich ahnungslos. Ich weiß nicht so wirklich, was ich machen soll.
an der Stelle. Ich kann es mal mit den anderen versuchen. Was ist das hier? Hier geht's einfach weiter. Okay. Sieh dir mal die Berge dort an. Was für Tiere sollen das denn sein? Zwei Eichhörnchen, zwei Hunde oder vielleicht doch Hirsche? Nein, stopp, das sind zwei Bären. Ulausu. Lach nicht, Tiere zu erraten ist gar nicht so leicht, wenn man nur ihre Origami-Version kennt, okay? Und zwar ziemlich kühl ist das hier. Ob das wohl Eisbären sind? Vielleicht treffen wir ja dort welche. Oh, ist das vielleicht das Eispergamenton? Wenn ich das nämlich habe, dann weiß ich, wie das alles hier geht. Falls es ein Eispergamenton gibt, aber das sieht mir sehr danach aus. Oh, okay. Also, ich war ein bisschen voreilig. Denkst du gerade dasselbe wie ich? Es ist ja total kalt hier. Warum ist es denn so kalt? Ach so, ich weiß warum. Diese Kälte kann nur eines bedeuten. Das Eispergamenton. Ja, muss irgendwo hier sein. Olivia, ich war schon wieder schneller als du. Lass uns mal durch das Tor gehen. Ich bin schon ganz eis auf die Begegnung. War nicht so witzig, hm? Ich dachte schon, du sagst, war nicht so hitzig. Na, wenigstens lachen die zwei Bärenstatuen. Aha. So, Kalle Eisenstiefel. Was ist hier unten? Das werde ich wahrscheinlich erstmal irgendwann einfrieren müssen. Aber ich würde dich ganz gerne ignorieren. Ich weiß aber nicht, ob das schlau ist. Dann kämpfen wir eben doch. Bei Zügen kann man das ganz einfach schaffen. Kann ich vielleicht noch einen anderen Hammer ausrüsten? Ja, ruhig den Goldhammer. Das reicht und auch hier sollte das reichen. So, letzte Schergenschlacht. Aha, sowas kann ich. Gut, hier nehme ich den Glitzerwurfhammer. Ah, der ist nicht so einfach einzusetzen, aber der macht halt sehr viel Schaden. Egal, wie schlecht ich es mache. Oh, die leben. Verdammt. Die machen ganz schön viel Schaden, die Hammerbrüder. Na gut. Den anderen ignoriere ich jetzt erstmal. Ist das der Tempel? Oder ist das erst noch... Vorher etwas. Ja, ich sehe schon, das wird ganz ekelhaft. Nein! Okay. Reicht das? Okay. So, was ist denn hier?
Da komme ich nicht dran. Ah, ich bin so unfähig. In zwei Zügen soll ich das schaffen. Das ist aber schwer. Okay, ist doch nicht schwer. Ich weiß nicht, ob der Eishammer so viel bringt an der Stelle, aber ich probier's einfach mal. Ja, der bringt sehr viel. Wow. Cool. Gut, gehen wir erstmal hier weit. Ah. Okay, dann komme ich doch da ran. Alles gut. Mhm. Mhm. Das Eis ist wirklich sehr, sehr rutschig. Rutschiger als anderes Videospiel-Eis. Wo bin ich denn jetzt? Oha. Haha. Oh, ist das cool. Okay, ich sammle jetzt erstmal hier die Schnipsel. Wobei ich die gar nicht mehr brauche. Ich bin schon wieder grün. Also da geht's jetzt weiter, okay. Aber hier ja auch. Ah ja. Das ist einfach nur so ein Recovery Raum. Recovery. Nein, verdammt. Recovery Raum. So. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen den nächsten Part weiter. Hier im Tempel des Eisbergamenton. Kam jetzt ein bisschen überraschend. Aber ja. In jedem Band gibt es ein, in jedem Gebiet mit einem Band gibt es ein Pergamenton. Und daher nicht ganz so überraschend. Aber dass es hier ist, hat mich doch überrascht. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob wir im nächsten Part dann schon gegen das Pergamenton kämpfen können. Ich hoffe doch. Ja, und bis dahin, wie immer, nur das Beste.